Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und wie ihr es eventuell schon im Titel gelesen habt, geht es heute um 10 Signature-Attacken, die überraschenderweise mal Signature-Attacken waren. So, man kennt ja Signature-Attacken, so jedes legendäre Pokémon, teils auch jedes Starter-Pokémon inzwischen hat irgendeine Signature-Attacke, die eben nur dieses Pokémon kann. Viele Signature-Attacken können im späteren Verlauf auch noch andere Pokémon lernen. Allerdings gibt es manche, wo man sich denkt so, what? Das war eine Signature-Attacke? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und davon habe ich heute mal 10 rausgesucht, wo eventuell der ein oder andere so dachte, krass, wusste ich nicht, cool, dass das mal eine Signature-Attacke war. Wir müssen bei Signature-Attacke noch ein bisschen was definieren, denn es ist eventuell mal vorgekommen, wie man später sieht, dass eine Attacke später zu einer Signature-Attacke wurde. Das liegt einfach daran, dass wir dürfen in dieser Liste nicht dazu rechnen, dass man Pokémon aus vorherigen Generationen in diese Generation holen kann. Es geht quasi geschlossen nur um die Generation, in der das Ganze hier stattfindet. Da kommen wir aber dann nochmal drauf zu, wenn es denn soweit sein sollte. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und auch über ein Abo, denn je mehr ihr mit dem Video interagiert, desto besser wird das gerankt und vorgeschlagen. Und das würde mir sehr, sehr viel bedeuten und das würde auch dem Kanal hier sehr, sehr gut tun. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit 10 Signature-Attacken, die überraschenderweise Signature-Attacken waren oder sind, aber wahrscheinlich eher waren. Und auf Platz 1 hätten wir Schweifglanz von Volbeat. Ich weiß, damit treffe ich jetzt wahrscheinlich eher die Casuals anstatt die CP-Spieler, weil die CP-Spieler wissen das. Aber Schweifglanz ist eigentlich immer so die Attacke gewesen, die man mit Manaphy in Verbindung gebracht hat, weil das Ding hat es halt am besten benutzt. Aber tatsächlich in Generation 3 war Volbeats Signature-Attacke Schweifglanz. Die war damals noch kacke, weil wir hatten noch nicht den physisch Special Split und dementsprechend, ja, das Ding hat damals auch, by the way, nur um 2 Punkte den Spezialangriff erhöht, was bei Volbeat erstens nichts gebracht hat, weil sein Step physisch war mit Käfer und ja, es hat per Level Up auch keine spezielle Attacke gelernt. Armes Volbeat. Aber ja, dementsprechend war Schweifglanz damals quasi so das Pendant tatsächlich zum Schwertanz. Das wurde später nachgeholt mit dem Ränkeschmied. Aber ja, in Gen 3 war Volbeat Signature-Attacke, Schweifglanz und Manaphy kam halt erst eine Generation später dazu und da wurde es dann auch angepasst, dass es dann plus 3 gibt, anstatt nur plus 2. Auf dem zweiten hätten wir Stahlflügel von Panzer Aeron in Generation 5. Denn ich meine, Stahlflügel gibt es seit Gen 2, so und da konnte das Panzer Aeron auch schon, aber in Gen 2 war es auch noch eine TM und in Gen 3 auch und in Gen 4 auch, allerdings in Gen 5 nicht mehr. Und dementsprechend war Panzer Aeron in Gen 5 das einzige Pokémon, das das Ding per Level Up lernen konnte und dementsprechend natürlich auch die Signature-Attacke von Panzer Aeron in Generation 5. Ich weiß noch, dass sehr viele Leute immer gedacht haben, Panzer Aeron kommt aus Generation 3, aber nein, der kommt tatsächlich aus Gen 2. Man hat ihn unter anderem aber nur in Silber gefunden, glaube ich. Ich glaube, in Gold konnte man den gar nicht finden, das war, glaube ich, Silber. Aber ja, Panzer Aerons Stahlflügel, Gen 5, Signature-Attacke. Das habe ich jetzt unter anderem auch damit gemeint, so. Natürlich kann man ein Panzer Aeron von Gen 3, 4 oder so in Gen 5 rüberholen und dann hat das da. Oder ein anderes Pokémon mit Stahlflügel und dann hat es das da. Aber in Gen 5 alleine, wie gesagt, kann nur Panzer Aeron Stahlflügel lernen und dementsprechend fällt das hier auch in das Video rein. Auf dem dritten Platz haben wir was ganz Interessantes, denn wir erinnern uns alle, in Gen 7 wurden die VMs abgeschafft. Manche VMs wurden dann als TM dazugeholt, wie zum Beispiel Surfer. Andere haben es nicht wieder als TM reingeschafft. Und dementsprechend ist auf Platz 3 Stärke von Machomai. Wie gesagt, in Gen 7. Machomai war das einzige Pokémon, das in dieser Generation tatsächlich Stärke lernen konnte. Und das ist krass, weil die Attacke gibt es seit Gen 1 halt als VM immer. Und dann kommt Gen 7, schafft die ab und packt es auch nicht als TM oder so rein oder als Tutomove oder irgendwas. Und dann gibt es noch ein Pokémon, das das lernen kann. So, das war auch das Pokémon, das mich, by the way, inspiriert hat, das ganze Ding zu machen, weil ich fand das super interessant, dass Stärke auf einmal eine Signature-Attacke wurde. So. Das ist cool. Von dem her, ja, Platz 3, Machomai mit Stärke. Als nächstes hätten wir auf Platz 4 Turtok mit der Schädelwumme in Generation 2. Viele haben jetzt wahrscheinlich gedacht, dass es tatsächlich in Generation 1 so war, aber Schädelwumme war in Generation 1 auch eine TM. Dementsprechend konnten das sehr, sehr viele andere Leute auch lernen. Allerdings in Gen 2 war es keine TM mehr und dann konnte es nur noch Turtok per Level ablernen. Beziehungsweise die Turtok-Reihe, so das zählt. So, wenn eine komplette Reihe eine Signature-Attacke hat, ist es immer noch eine Signature-Attacke, by the way. Und ja, das war auch, ja, fand ich ganz cool, weil eigentlich denkt man so Schädelwumme, auch wenn ich an die Attacke denke, denke ich halt an Gen 1 Turtok, weil es das halt gelernt hat. Aber tatsächlich in Gen 2 war es erst so die wirkliche Signature-Attacke von dem Teil. Und damit hatte Turtok, by the way, auch einen Vorteil gegenüber Bisaflo und Glurak, weil die hatten keine coole Signature-Attacke.
Auf Platz Nummer 5 hätten wir jetzt wieder in Generation 2 und zwar Dicta und Dictri mit Geofissur. Geofissur war eine TM in Generation 1. Ich glaube, Geofissur hat man in Lastet mich lügend gelb bekommen. In Rot und Blau war es, glaube ich, Erdbeben, was man von Giovanni bekommen hat. Oder andersrum, korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Allerdings, dadurch, dass es dann halt keine TM mehr war, die Geofissur, gab es in Gen 2 nur noch Dicta und Dictri, die das Ding per Level ablehren konnten. Jetzt haben wir tatsächlich, dass eine One-Hit-KO-Attacke eine Signature-Attacke war. Finde ich krass. So, von dem her, ja, können wir machen. Platz Nummer 5, Dicta und Dictri mit Geofissur in Gen 2. Auf dem 6. Platz haben wir jetzt wieder was Interessantes, und zwar, wir erinnern uns zurück an die ganze Machomai-Stärke-Geschichte. Wir haben da nämlich noch ein Pokémon. Und zwar gab es da noch eine andere vor allem, die entfernt wurde und nicht als TM oder so zurückkam. Deshalb haben wir jetzt Katagami mit dem Zerschneider. Katagami lernt tatsächlich Zerschneider per Level ab, und gleiches Ding wie bei Stärke, gibt es in dieser Generation nicht mehr als TM, gibt es nicht als VM, weil es generell keine VMs gab. Und deshalb ist Zerschneider die Signature-Attacke von Katagami. Ich meine, es passt zu Katagami. Und ich meine, bei Machomai hat Stärke auch gepasst. Bei Machomais Ding heißt, es kann Berge versetzen. So, und dann kann das Ding auch Stärke lernen. Und Katagami ist halt ein Origami-Papier-Ding mit scharfen Armen. Papier ist... Papierschneiden ist echt mies, ne? Ich meine, du kannst ja deinen Arm abhacken und das tut nicht so sehr weh wie ein kleiner Papierschnitt. Das zählt aber wahr. Dementsprechend, ja, Katagami. Und auf Platz 7 hätten wir jetzt Ordoch mit Geheimpower in Generation 5 und in Generation 7. Tatsächlich haben wir jetzt ein Pokémon, was in zwei nicht aufeinanderfolgenden Generationen eine Signature-Attacke hatte. Denn erstmal gleiches Ding wie in Generation 4. Ich glaube, da war Geheimpower auch noch eine TM. In Gen 5 nicht mehr. Dementsprechend war Ordoch das einzige Pokémon, das das lernen konnte. In Gen 6 haben wir mit Oras ja quasi eine neue TM-Liste für Gen 6 bekommen. Und da gab es halt, weil es Oras ist, wieder Geheimpower. Was dann wieder entfernt wurde für Gen 7. Dementsprechend ist Ordoch einfach zwei verschiedene Generationen, die nicht mehr aufeinander folgen. Mit Geheimpower hat das Ding eine Signature-Attacke. Das fand ich auch ziemlich interessant, sodass es das tatsächlich auch gibt. Auf Platz 8 hätten wir jetzt Meteorologe von Formeo in Gen 3. Muss ich selber sagen, ich wusste nicht genau, dass Meteorologe schon in Gen 3 existiert. Da habe ich mich selbst quasi ertappt. Ich wusste natürlich, dass es Formeo gibt, und ich wusste auch, dass Formeo schon seine anderen Formen hatte, aber dass es tatsächlich auch den Meteorologen hat, da wusste ich nicht, vor allem, weil jetzt in Gen 8 hat ja auch jeder Hans und Franz auf einmal Meteorologe bekommen. Ich meine, die Raubkatzen haben das bekommen, so. Die Evolutions haben das bekommen, wobei ich glaube, konnten es die schon immer? Ich weiß gerade gar nicht, aber es haben sehr, sehr viele, haben tatsächlich Meteorologe bekommen. Und ja, das ist aber tatsächlich die Signature-Attacke von Formeo und Gen 3 gewesen. Gen 4 dann schon nicht mehr, weil da haben es wieder ein paar mehr bekommen. Aber ja, Gen 3 mit Meteorologe Formeo. Okay. Und Nummer 9 hätten wir jetzt Sondersensor in Generation 3 von Blanas. Tatsächlich rein theoretisch nicht mal Tangolist, weil Tangolist lernt das nicht, sondern man muss Blanas jetzt, glaube ich, irgendwie auf Level, lass mich lügen, 34 oder 43 oder sowas bringen, damit es Sondersensor lernt. Und habt mal im Hinterkopf, Sondersensor, ich dachte, so man denkt vielleicht bei Sondersensor erst, das kommt aus Generation 4, weil ich persönlich verbinde da so das Seentrio mit, dass es halt die Attacke von denen ist. Blanas ist nicht mal ein Psycho-Pokémon. Ganz im Gegenteil, das ist ein Unlicht-Pokémon. Warum ist die Signature-Attacke von einem Unlicht-Pokémon eine Psycho-Attacke? Habe ich nicht verstanden, aber ja, Sondersensor ist tatsächlich die Signature-Attacke von Blanas in Gen 3 gewesen. Glaube ich, wussten viele nicht, aber ja, das schließt sich mir nicht. Stellt euch mal vor, so Hydro-Pumpe wäre die Signature-Attacke von Glurak. Machen wir uns nichts vor, Game Freak steht auf Glurak. Irgendwann gibt es ein Event Glurak mit einer Wasserattacke. Das wird passieren. Wahrscheinlich wird Glurak auch noch Donner lernen. Kann ich mir auch noch gut vorstellen. Oder Rasierblatt. Keine Ahnung, irgendwelche Pflanzenattacken. Aber ich meine, Solarbeam kann es ja schon, aber trotzdem. Vielleicht Meteorologe, dann geben wir Glurak noch mehr Coverage. Wir holen einfach Kraftreserve nur für Glurak wieder zurück. Das ist ein Game Freak-Move. Aber ja, tatsächlich haben wir Sondersensor auf Blanas. Weird, aber ja, in Gen 3. Und auf dem letzten Platz haben wir jetzt Pantimos mit dem Delegator in Gen 2. Delegator kennen jetzt die CP-Spieler natürlich sehr, sehr gut. Das ist eine Attacke, die nutzt man im normalen Playthrough eher weniger. Das gibt es eigentlich schon seit Generation 1. Und eigentlich ist es auch quasi so ein bisschen die Signature-Attacke von Pantimos in Gen 1. Allerdings ist es halt eine TM. Und Delegator kann jeder eigentlich lernen, seine TM lernen kann. Und dementsprechend nicht in Gen 1, aber in Gen 2 gibt es diese TM nicht mehr. Und dann ist Pantimos das einzige Pokémon, das das lernen kann. Von dem her, ja, hat Pantimos seinen Delegator tatsächlich noch als Signature-Attacke bekommen. Ich dachte auch eigentlich immer, dass es das tatsächlich nur in Gen 1 konnte. Aber wie gesagt, ich habe ausgeblendet, dass es da eben auch die TM gab und es dadurch quasi jeder lernen konnte. Von dem her, ja, Pantimos hatte mal irgendwas, was ihn special gemacht hat, bevor er zum heftigen Step-Tänzer wurde.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung und ein Abo freuen. Und ja, schaltet auch gerne beim nächsten Video wieder ein. Das nächste Video wird neben der PBA, nämlich das letzte Video der Reihe erstmal, wie ich die Arenaleiter einer bestimmten Generation umgeändert hätte, wenn ich damals da gewesen wäre. Dementsprechend schließen wir dieses Format quasi jetzt mit Gen 8 ab. Kommt dann am Sonntag. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.